Es geht nicht darum, also mir ging es nicht darum, irgendwie Extremsituationen aufzuzeigen und so ein bisschen gesellschaftlichen Splatter zu betreiben, literarisch. Sondern es geht, wie gesagt, um die Frage, warum tun Menschen, was sie tun. Was mir in vielen Sachen, also nicht in vielen, aber es gab einige Nummern da drinnen, wo ich mir gedacht habe, Alter, das kann ich nicht so unkommentiert stehen lassen. Weil das ist irgendwie, das geht nicht. Das ist zu krass. Und wie hast du das dann kommentiert? Oder wer gar ist nicht, das? Ich hab's stehen lassen. Okay. Hallo, ich bin's. Ihr erinnert euch, David J. Becher alias der liebe J. Ja gut, ich gebe zu, ich habe hier echt lange nichts mehr veröffentlicht, aber jetzt habe ich was entdeckt, das hat mich überzeugt, davon zurückzukommen. Und das ist Hip-Hop-Journalismus auf YouTube. Das ist eine geile Mischung aus Kumpeltalk und PR-Maschinerie. Ich bin fest davon überzeugt, das wird das nächste große Ding. Deswegen muss ich unbedingt dabei sein. Also, herzlich willkommen zur ersten Folge von Was fährt? Yo! Ihr versteht, was fährt? So als ein Wortspiel auf was geht? Und yo, weil das halt coole Hip-Hop-Sprache ist. Und yo kann man mit J schreiben und dann ist das so ein Link zu der Liebe J. Ist ja auch egal. Ich habe mir jedenfalls den Henk Zerbolesch geschnappt und fahre mit ihm jetzt eine Stunde lang durch das Dem der Liebe J sein Wuppertal und quatsch mit ihm über alles, was man so zu besprechen hat und auch vor allen Dingen sein neues Buch. Aber das erzähle ich euch jetzt nicht vorneweg. Guckt es euch einfach an. Guckt es euch vor allem bis zum Schluss an, denn am Ende gibt es ein paar Hinweise darauf, wie ihr auch noch was gewinnen könnt. Das aber ganz am Ende. Jetzt geht's erstmal los. So. Ich sitze jetzt hier mit dem Henk Zerbolesch. Tag. Tag. Du hast einen neuen Release am Start. Ja, Mann. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Nur ist das so, ist ja jetzt auch nicht das erste Buch, was du schreibst? Nee, das zweite Roman, wobei das ja eigentlich kein Roman ist, das läuft ja unter Antiroman. Und Antiroman? Antiroman, ja. Okay, erzähl mal. Was ein Antiroman ist, oder ja. Was? Also der Roman lebt ja dadurch, dass du eine klare Erzählstruktur hast und klar definierte Charaktere und all sowas. Und der Antiroman zeichnet sich dadurch aus, dass der das nicht hat. Manchmal hat er das, manchmal hat er das nicht. Da gibt es keine Konstante. Okay, also... Das ist ein bisschen, was Raw, so heißt das Buch, ja. Was Raw ausmacht. Ja, ich meine, ich hab jetzt gelesen... Inhaltlich orientierst du dich dabei an Hip-Hop-Alben. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, das ist auch ein Antiroman, also irgendwie die Struktur nicht so, hat das auch irgendwas mit Hip-Hop? Nee, also die Grund, es gibt zwei Zugänge zu diesem Buch. Das eine ist die grundlegende Frage. Also die grundlegende Frage ist falsch, sondern für mich die grundlegende Frage, warum tun Menschen, was sie tun? So, das war der Ausgangspunkt dieses Buchs. Mhm. Die Umsetzung dessen, bei der Umsetzung habe ich mich einfach des Raps bedient. Ah, okay, alles klar. Also du hast dich jetzt, lassen wir im Moment bei dem Rap bleiben einfach, weil das finde ich jetzt irgendwie spannend und auch ein bisschen ungewöhnlich. Also ich meine, klar, ist jetzt nicht ungewöhnlich, Rap-Alben werden auch geschrieben, Buch ja. Wird geschrieben, ja, also ja, das ja. Jetzt nicht. Aber ein Buch wird jetzt in der Regel nicht vorgetragen, hat keine Tracks und weiß nicht was, also so. Jetzt ein Rap-Album ist, also du sagst gerade, es ist nicht die Struktur, aber inhaltlich, und da hast du explizit in diesem Exposé nochmal gesagt, inhaltlich orientierst du dich an ganz bestimmten Deutschrap-Künstlern, nämlich Moses Pelham und Haft. Ja, irgendwie Haftbefehl und Moses Pelham, wo man jetzt als irgendwie jetzt, wenn man jetzt nicht total im Deutsch-Hip-Hop drin ist, aber denkt, was? Wieso die beiden? Also das hat in erster Instanz erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun, dass die beiden aus derselben Stadt kommen. Das ist eher zufällig passiert. Ja. Moses Pelham ist das große Ding. Es gibt wenig Künstler, die mich in dem, was ich tue, beeinflussen. Moses Pelham ist einer dieser ganz wenigen. Dieser Typ ist als Mensch und als Künstler einfach furchtbar, furchtbar echt. Ja. So. Und zum Beispiel seine Trilogie, Geteiltes Leid, das hat mich einfach lange Zeit begleitet. Okay. So, das war so, ein befreundeter Schriftsteller hat mal erzählt, wie seine Frau immer geschimpft hat, dass er ist ja sowieso schon so ein schwermütiger Typ und jetzt hört er sich auch noch den ganzen Tag diese schwermütige Musik an. Das ist doch viel zu viel. Und er hat dann gesagt, nee, das ist so, endlich ist da einer, der versteht mich. Okay. Ne? Und dieses Gefühl habe ich bei Moses Pelham komplett von, ich habe damals, da war ich noch ein bisschen jünger, Rödler-Martin-Projekt gehört, das fand ich schon geil.
und dann war ich komplett aus diesem Rap-Game erstmal raus und bin irgendwann auf geteiltes Leid gestoßen und habe mir gedacht, ja Mann, das, genau das. Und als dann das dritte Ding rauskam, das wurde dann alles so optimistisch und so positiv. Und da war ich erstmal enttäuscht und auch ein bisschen beleidigt, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht dein Ernst, Junge. So, was geht mit dir? So, bist du jetzt irgendwie der Optimist vor dem Herrn, aber so mit ein bisschen Zeit obendrauf, ist denn das passiert, dass ich das, wie soll ich das sagen, ohne dass das furchtbar pathetisch klingt? Ja, vielleicht ist es ja einfach furchtbar pathetisch. Da ist dann einfach, da keimt dann Hoffnung, dass es vielleicht bei mir irgendwann auch besser wird, weißt du, dass dieser Pessimismus sich dann da auch einfach mal rausschleicht und das Gute irgendwann Einzug hält. Okay, Moses Pelham, dieser ja. Rahmen, jetzt Haftbefehl steht ja jetzt nicht im Verdacht, irgendwie wahnsinnig viel mit Hoffnung am Hut zu haben. Aber also, Moses Pelham, Haftbefehl, ich nenne Haftbefehl immer den Ernest Hemingway des Rap. Das ist interessant. Also das ist sozusagen die Perspektive des Literaten auf absolut. Auf Deutschrap. Warum? Weil Hemingway hat Bücher geschrieben, in denen der ist irgendwo rein mit allem, was der hatte, hat was erlebt, hat was gemacht und hat daraus Literatur gefiltert. Und das, also der war drinne, war nicht von außen, hat irgendwie beschrieben, ich stelle mir jetzt vor, ich bin der Zauberer und stelle mir vor, was wird der Zauberer jetzt machen? Der ist, was der schreibt. Und genauso ist das bei Haft auch. Okay. Der sitzt einfach, weißt du, in diesem Kosmos und erzählt, zum Beispiel in Aslak sterben Jung 2, der erzählt dann einfach, das ist ein Erzähler, und er erzählt, was dann so da abgeht. Und als Außenstehender ist das schwer zu verstehen, aber du kriegst ein bisschen diese Realness damit. In der Literatur sagt man nennt man das sehr gerne die Wahrhaftigkeit. Und das ist, also was dieser Typ hat. Die Realness im Rap ist die Wahrhaftigkeit in der Literatur. Richtig, genau. Okay. Jetzt sind das aber schon zwei irgendwie extreme Punkte, wo man erstmal denkt, hä, was haben die miteinander zu tun? Die haben aber ja auch mal eine Kollaboration gemacht. Ne? Es gibt eine Nummer von dem. Ja, beiden. Das war auf. Das war ein Mixtape von Haft, wo die beiden drauf waren. Aus Hatern werden Fans heißt der Track. Ja. Und haben die beide zusammen einen rausgebracht. Habe ich mir angehört und fand ich ganz lustig, weil da im Prinzip ganz viel von dem, was du jetzt gesagt hast, drinsteckt. Ja. Also da ist ja irgendwie, da hat ja, glaube ich, Moses Pelham am Ende die Line irgendwas mit ich bring euch Liebe, bis ihr flennt oder irgendwie sowas. Also da haut er ja sozusagen auf diese Pose des keine Ahnung, oder diese Nummer, also dieses Hoffnungsvolle, was du gerade gesagt hast, haut er da sozusagen schwer unter die Decke. So Liebe, bis ihr flennt. Ja. Das meine ich das. Er hat jetzt vor kurzem auch wieder ein neues Album rausgebracht, Herz. Und ich habe mich tierisch gefreut darauf. Ja. Und dann kaufe ich mir dieses Ding. Und es hat echt lange gedauert, bis ich da reingekommen bin, weil das war dann geteiltes Leid 3, also geteiltes Leid 1, war so richtiger, deeper, pessimistischer, ihr geht mir alle auf den Sack-Scheiß. Geteiltes Leid 2 kam dem sehr nah. Geteiltes Leid 3 war so, ach, aber eigentlich ist es auch ganz cool. Alter, und hier, geteiltes Leid 4, sag ich schon. Und Herz, alter, Herz war wirklich so, ey, die Welt ist schön. Lass mal auf die Wiese gehen und irgendwie Schmetterlinge gucken, so vom Style her, vom Gefühl, weißt du? Da war ich dann so echt lange Zeit, also länger als gewöhnlich, so ein bisschen, echt jetzt? Echt, dein Ernst, Junge? Also Schlageralbum geworden, oder was? Ich mag dich, Alter, wirklich. Aber muss das sein? Ja. Und, ja, muss sein, ja. Ja, jetzt ist, also ich meine, hier in der Kurzbeschreibung zu deinem Roman Raw oder Anti-Roman, ja, Raw, ist jetzt auch, also in dem Exposé, das ist so ein Bam, Bam, Bam von allem, was ungefähr an Schlimmem passieren kann. So, immer so Schlaglichter auf irgendwelche Biografien, irgendwie einen Kindersoldat, dessen Familie umgebracht wird und irgendwie eine psychisch kranke Mutter, die ihr Kind im Wahn umbringt und irgendwie einen Typ, der im Knast irgendwie das Drogengeschäft an sich reißt, indem er Leute totprügelt. Also es geht, also so richtig viel beschissener kann es nicht laufen. Und am Ende kommt da auch die Hoffnung. Also es endet sozusagen Raw mit Herz. Das war eine Überlegung, auf der ich lange rumgekaut habe. Wie gehe ich da raus? Ich meine, die Frage ist, wie viel wir jetzt überhaupt zum Ende reden können, ne? Weil ich meine, die Leute wollen das ja auch. Du hast jetzt eh die Katze aus dem Sack gelassen, von daher ist ja gar nicht schlimm. Das ist natürlich. Aber die Frage war wirklich die, ziehe ich das durch? Ja. Das ist eine einfache Lösung. Oder
da kommt wieder Moses Pelham ins Spiel, nehme ich ein bisschen von dieser Hoffnung an. Ja. Dass nicht das ganze Leben scheiße ist. So, und das habe ich dann für mich entschieden, ja, dass ich das mache. Das heißt nicht, dass ich persönlich das jetzt gerade so ist, aber das ist halt die Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Da will ich jetzt vielleicht gar nicht so tief einsteigen, eben um das aus dem Buch nicht zu sehr vorwegzunehmen. Aber ich will da nochmal kurz einsteigen. Ja, es geht nicht darum, also mir ging es nicht darum, irgendwie Extremsituationen aufzuzeigen und so ein bisschen gesellschaftlichen Splatter zu betreiben, literarisch, sondern es geht, wie gesagt, um die Frage, warum tun Menschen, was sie tun? Ja. Wenn du von außen kommst und zum Beispiel so eine Alte siehst, die ihr Kind umbringt, ja, dann ist ja erstmal die gelernte Reaktion, was für eine blöde Fotze. Tu die mal weg, sperr die weg, ich will die nie wieder sehen. Aber wenn du dann durch andere Geschichten und Seitenblicke verstehst, warum diese Frau reagiert, wie die reagiert, heißt das nicht, dass man das gutheißen muss, ja, sondern du fängst nur an zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Jeder kocht nicht so in seinem eigenen Sud, sondern irgendwie hängt alles zusammen. Es gibt immer eine Wechselwirkung. Und das ist so, weißt du, das ist so einmal eins Empathie. Und das ist, finde ich, heute so ein bisschen weg. Gesellschaftlich. Ist es so? Ja, also auf jeden Fall, definitiv. Ja. Guck dir mal hier irgendwelche Schlagzeilen an oder irgendwelche Zeitungen. Lies mal irgendeine Zeitung, Spiegel oder Spiegel Online, guck dir das mal an. Du guckst von draußen da drauf und da ist keine Beschreibung, sondern da ist ein Urteil. Es gibt einen Artikel, das sofort ein Urteil fällt. Ohne überhaupt irgendwie einen Plan zu haben. Kein Schwein hat da recherchiert. Alle ziehen sich das da rein von irgendwem, schreiben, was sie gelesen haben und bilden sich ein Urteil. Und das übernimmst du halt als Gesellschaft dann auch irgendwann, weißt du? Und du schreibst da jetzt quasi gegen an? Kann man so sagen. Ja. Steigen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Das finde ich nämlich auch jetzt irgendwie total spannend. Aber vorher nochmal zurück zum Deutschrap, Hip-Hop. Hat ja unglaublich viel mit Pose zu tun. Du hast jetzt einerseits gerade die Wahrhaftigkeit ins Spiel gebracht, andererseits ist es aber ja auch so. Also du hast Haftbefehl den Ernest Hemingway des Deutschrap genannt. Selber hast du Charles Bukowski-Lesungen gemacht und auch sehr viel auch in deinen früheren Büchern, also Kurzgeschichten und auch im so sehr viel auf Drogenkonsum rumgeritten und alles bis ins Letzte ausgekostet darin, wie viel Pose steckt in Raw? Der Kern ist echt, das Drumrum ist Pose. Das Ganze drumrum? Da musst du vorher das Drumherum definieren. Ja, das kann ich jetzt nicht genau, weil ich den Roman noch nicht gelesen habe. Also nimm dieses Buch, lies es von Anfang bis Ende und das ist echt. Ja, okay. Das klar. Ganze drumherum. Sobald du es zumachst und aufs Cover guckst, das ist schon gepostet. Das heißt, wenn wir jetzt hier drüber reden, voll in der Pose. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, das gefällt mir. Da kann ich mit arbeiten. Dann bleiben wir nochmal bei der Pose. Ist es auch Pose überhaupt jetzt zu erzählen, das sei am Hip-Hop orientiert, wobei du jetzt gerade ja schon voll eingestiegen bist und gesagt hast, nee, das waren jetzt jeweils beides irgendwie Künstler, die dich auch inhaltlich da beschäftigt haben. Ja. So, also das ist gar nicht so Pose. Wenn man trotzdem sagt, ey, der Roman, der orientiert sich an Hip-Hop-Alben, das ist ja schon voll... Ja, nee, also ich habe nicht an Hip-Hop-Alben, an Rap. Ich bin halt irgendwie über die letzten Jahre, ich hatte mal ein Hörspiel und habe dafür rumrecherchiert im Hip-Hop und so, und das ist jetzt 3-4 Jahre her, und bin darüber ganz tief in den Rap rein, ja, und da seitdem irgendwie nicht mehr rausgekommen. Ja. So, und dann, je länger, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst als Kunstschaffender, dann hat das natürlich auch Einfluss und Auswirkungen auf das, was du tust. In dem Buch gibt es einzelne Geschichten, ja, und die haben Titel und das sind Zitate von irgendwelchen Liedern oder Filmen oder sonst irgendwas. Das ist bewusst so gemacht, ja, als Sample. Das heißt, ich nehme das dann raus und mache daraus was Neues. Also auch wie arbeitest du dann auch mit der Struktur von Rap doch auch? Richtig, genau. Also es ist so, und manchmal ist es so, ich höre mir dann zum Beispiel ein Lied an, ja, oder ich höre eine Musik
und dann passiert irgendwas in meinem Kopf. Da sind ein paar Sachen bei, da sind aus der Musik heraus Geschichten in meinem Kopf entstanden, die ich direkt aufgeschrieben habe. Okay, so. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Also Rap wird ja unheimlich viel, liegt in der Natur der Sache geredet, ja sicher, aber da wird ja auch sehr viel, also ich sag mal, wenn man jetzt mal das ein bisschen inhaltlich durchfiltern würde, ist da vieles von redundant. So, das ist so, ja, sicher. Das kommt aber das Beste hier oder alles fürchterlich da oder keine Ahnung. Absolut, bin ich voll bei dir. Ich meine, ist jetzt nicht ein Rap-spezifisches Problem. Alle anderen singen auch über irgendwie Liebe oder nicht Liebe. Aber du musst dir die Essenz daraus filtern. Ja. Wenn du dir zum Beispiel Spotify-Playlists anhörst über Deutschrap gerade aktuell und so, kann ich mir auch nicht anhören. Erstmal klingt da alles gleich, musikalisch. Und zweitens inhaltlich auch. Deswegen, das ist wie bei Bücherlesen. Du musst ganz viel Scheiße lesen, um die Guten zu finden. Ne? Und da gibt es halt auch. Du liest die Rezensionen und lässt das andere machen. Ja, aber ne, dann bildest du dir wieder ein Urteil, ohne irgendwie Ahnung zu haben. Ah, okay. Gute Brücke, um direkt wieder einzusteigen. Das heißt, wie viel. Also muss ich authentisch Scheiße fressen, um. Für Empathie? Nein. Du musst authentisch Scheiße fressen, um über etwas erzählen zu können. Um darüber erzählen zu können, nicht über Empathie. Ja. Empathie ist etwas, das hat man oder hat man nicht und im besten Fall kann man es lernen. Das ist so die Hoffnung. Das heißt, so Trinker, Ghetto, Gewaltgeschichten, wie auch immer. Also so der ganze Rotz, der ganze Bodensatz, der häufig dann ja auch im Rap verhandelt wird und im Rap ja auch viel zugesprochen wird, den kannst du also nicht sozusagen als, boah, ich mache jetzt auch mal eine Underground-Rap-Karriere als Baukasten machen. Nochmal. Naja, wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ist wohlbehütet im Elternhause, passt schon alles, aber ich habe mir ausreichend viel Rap angehört, um jetzt solche Geschichten zu erzählen, das würdest du jetzt sagen, wäre jetzt keine richtig gute Idee. Kannst du machen, klar. Danke. Bestimmt. Cool. Das funktioniert. Also, kann ich das heißt aber nicht, dass es dann echt ist oder wahrhaftig ist. Und der Rezipient, nenne ich den jetzt mal. Ja. Du kriegst das ja auf eine gewisse Art immer mit. Das ist der Unterschied, wenn du ein Lied hörst und kannst dabei putzen und das bei dem anderen Lied kannst du es nicht. Dann sitzt du da und denkst, Alter, krass. Beste Beispiel, eine Hook von Haftbefehl. Ja. Ich höre mir das Ding an und dann rappt er einfach, die Freiheitsstatue ist eine Hure und ich fix sie. Alter, da muss ich mich erstmal hinsetzen. Das ist so, weißt du, das ist wie Al-Qaida nur lyrisch. Dass du nimmst alles, wofür, du nimmst alles, wofür diese westliche Welt steht. Ja. Und das ist ja Personalunion Freiheitsstatue. Ja. Und der geht hin und die Freiheitsstatue ist eine Hure, das eins, und ich fix sie, das zwei. In einem halben Dutzend Wörter, alles niedergemäht. Und das ist der Unterschied, weißt du? Und das kannst du, glaube ich, auch nur, wenn du irgendwie so ein Grundgefühl da hast. Runtergebrochen auf jetzt oder zurück zu Raw, jetzt an dem Vergleich Haftbefehl, disst du in dem Roman entsprechend? Anti-Roman? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist auch, also inhaltlich ist da nichts zu dissen. Ich habe versucht, so gut es geht, in die Figuren reinzugehen. Ja. Und was mir dann oft passiert, ist, dass dann Zynismus Einzug hält. Weil gerade wenn mir das zu nahe geht, ja. Ne, es gibt ja Geschichten, dann die ertrage ich dann manchmal nicht. So, und dann streue ich da Zynismus rein und dann komme ich damit klar. Mhm. So, das verfälscht das Bild aber irgendwie. Weißt du, das macht geht das dann nicht da, mehr so. Bleibt da die Wahrhaftigkeit auf der Strecke? Ja, oder? Absolut. Ja. Okay. Ja. Und ich habe dann halt versucht, diesen Zynismus da rauszunehmen. Das heißt, du gehst da schon. Also, oder anders gefragt, orientierst du dich an konkreten Alben von den beiden? Von Haftbefehl und Moses? Die Grundstruktur ist der geteiltes Leid Trilogie. Also die komplette Trilogie? Ja, drei Alben. Die komplette Trilogie. Wobei es hört auf mit Herz. Also es doch hört, noch, also sogar ja, das vierte ja, also es gibt ja auch ein Intro und ein Outro, ne, wie ja. Im klassischen Rap-Album. Ja. Intro, Outro. Es fängt an mit geteiltes Leid 1 und hört auf mit Herz. Also das heißt, wenn man sich die drei Alben durchhört, dann weiß man ungefähr, wo es in deinem Buch hingeht. Also wenn man ausreichend Abstraktionsvermögen hat. Ja, perfekt. Haftbefehl, da jetzt kein konkretes Album, sondern eher die,
die Attitüde? Da geht es um die Authentizität. Okay. Um die Realness, ja, dessen, was ich da mache oder was da passiert. Wenn du jetzt an Raw denkst, wo findest du diese Stimmung darin wieder? Kannst du da irgendwas zu sagen? Ohne, ja, jetzt? Auf jeden Fall. Also es gibt auf ganz, ganz sicher zwei Nummern da drinne, die... Da hat er ganz massiv Einfluss, indem er, als er in einem Interview gesagt hat, ey, du musst auch als Künstler mal, du kannst entweder dieselbe Scheiße machen wie alle anderen oder du drehst einfach mal kurz die Schraube locker und lässt mal laufen. So. Und das habe ich dann auch bewusst gemacht. Also ich habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus. Ja. Es gibt ja so ein, ne, so, gerade so als Autor, Schriftsteller, so bestimmte Rahmen, die man dann so Spannungsbögen und so, ne, wie man arbeitet. Und ich habe gesagt, ich mache die Scheiße jetzt mal aus und guck mal, was passiert. Und es war krass. Also ich habe dann im ersten Moment gedacht, das ist wie, wenn ich mir abends einen saufen gehe und mich dann da hinsetze und denke, boah, das muss er aufschreiben, das wird der Hammer, schreibt es auf. Und morgens lese ich mir das durch und denke, Alter, Gott sei Dank habe ich das keinem gezeigt. Und so ein Gefühl hatte ich auch, als ich fertig war. Aber dann einen Tag später habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, krass, okay, alles klar. Das also ist so. Der Trick ist also nicht saufen, aber trotzdem den Kopf mal aufschrauben. Ob das der Trick ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. In dem Fall war das. Aber dieses Handwerkszeug, was man gelernt hat, ja, einfach mal kurz auf Seite legen, ja, sich nicht ja da abzuarbeiten dran, das war sehr hilfreich bei, ja, diesem Ding. Das ist natürlich bei Haftbefehl ja tatsächlich auch sehr krass, irgendwie, dessen Style ja schon auffällig anders ist zu ungefähr allen anderen. Wobei das ja jetzt komplett, also diese ganze, ich nehme einfach 5 Sprachen mit in den Rap, das ist ja jetzt schon allgegenwärtig. Also das ist ja, aber das, also mittlerweile schon, aber der ist ja schon eine Weile am Start. Ja, ja, klar. Also das war ja schon, also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so tief in dem Rap-Game drin, ja, das war ja schon zu merken, dass er da irgendwie, also auch und auch wie, also vom Flow her und so, war der schon nochmal auffällig an nichts groß orientiert. Ja. Wäre das sozusagen das, wo du sagen würdest, also ne, irgendwie, ja, irgendwie freimachen, aufmachen, ja, Anti-Roman schreiben. Ja. Das trifft den Kern der Sache, glaube ich. Okay, jetzt, Alter, wo wir, sind wir hier? Sind wir hier in, ja, wir sind jetzt hier in Somborn, das ist am Ende der Welt. Hier ist jetzt, da ist ja eine Wand, Alter. Da ist eine Wand, ja, das ist die Wuppertaler Mauer. Wuppertal ist ja, was viele nicht wissen, eine geteilte Stadt. Wie oft das ist gar nicht, das ist gar nicht klar. Elberfeld und Barm. Das vertut man sich ganz schnell. Das ist Somborn und Vohwinkel. Wuppertal ist eine geteilte Stadt, nach wie vor. Und da hat auch kein Glasnost und Perestroika was machen können. Das ist, da geht eine mitten durchs Wohngebiet, mitten durch Sommer und Vorwinkel, ist eine unüberwindbare Mauer. Alter, ich wohne jetzt hier schon, ich weiß nicht, ein paar Jahre, ja, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wieder schön was gelernt. Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Ja, und das bringt uns auch schön aus den tiefen inhaltlichen Fragen zur Pose oder so. Wir sind ja jetzt sozusagen in der Promo-Phase für das Buch. Und im Prinzip ist das ja auch der einzige Grund, dass wir jetzt hier im Auto rumfahren und uns unterhalten. Ist ja nicht, weil das irgendwen hart interessieren würde, was wir zu besprechen haben. Aber das gehört einfach dazu. So, das ist jetzt heutzutage so üblich. Ist das richtig? Ich würde sagen, also ich würde behaupten, das ist schon fast wieder vorbei. Oh. Ja. Okay. Ich glaube, diese Interviewformate, ja, das ist das, was nicht mehr so einen Fokus hat wie, keine Ahnung, vor 2-3 Jahren. Ja. Die letzten paar Jahre haben sich so ein paar Rap-News-YouTuber da an den Start gebracht. Ja. Die eigentlich, die machen nichts anderes wie die Bild-Zeitung, nur halt auf YouTube. Das wirklich war ohne Scheiß. Das ist so großartig, sich das reinzuziehen. Und das verdrängt halt so ein bisschen den Rap-Journalismus, der streng genommen auch gar kein Journalismus ist. Ja, das. Also es gibt, ich, es bin gibt ja, zum Beispiel, ich bin ja auch kein Journalist. Es gibt zum Beispiel ein Ding, das Ruse hat von Flizzy Flair eine Rolex geschenkt gekriegt. Ja. Der Hip-Hop-Redakteur, Hip-Hop.de-Redakteur, kriegt von einem Rapper, ja, eine Rolex, ja, geschenkt. Ja. Das ist ja auch, die sind ja auch dicke und das ist ja auch alles cool. Ich gönne ihnen alles von Herzen. Das ist kein Anti-Gönjamin-Style oder so. Das, ja, ist schon alles gut. Aber ich frage mich, wie will sich dieser Typ noch ein objektives Urteil über irgendwas erlauben können, was dieser Mensch macht? Ja, aber das ist ja in dem ganzen Rap-Game ja eh. Also ich meine, da wird sich gegenseitig rauf und runter gedisst und dann aber doch wieder kollaboriert und dies, das und keine Ahnung. Ich persönlich als Außenstehender blick überhaupt nicht durch,
wann da was wie irgendwie real und authentisch ist und wann was eigentlich nur Promophase ist. Kein und keine Mensch, Ahnung. Ey, das weiß ich kein Ich frage Mensch. Mich, ob die Leute, die da mit drinstecken, das selber so genau wissen. Jetzt haben wir gerade irgendwie sehr, sehr tief inhaltlich über Bedeutung von Stilen und Inhalten und Rap und Entwicklung und Frage geredet. Diese ganze Pose-Gedöns außenrum, musst du jetzt irgendeinem anderen Schriftsteller sagen, dass der irgendwie scheiße ist oder seine Mutter scheiße ist oder seine irgendwie irgendwas? Musst du da irgendwas sagen jetzt? Raushauen? Einfach damit das funktioniert, das Game? Ja, der Degenkorb Deli, der Doppel-D, weißt du, der ist ein bisschen... Ja, Moment, das ist aber jetzt schwierig, weil da wissen erstmal alle, dass ihr irgendwie total tight unterwegs seid. So, ihr habt jetzt irgendwie in der Literaturbiennale, die habt ihr zusammen gekickt. Jetzt machst du den ganzen Promo-Effekt kaputt. Da muss ich was Härteres hören. Also ich meine, das ist dann relativ billig. Die Frage ist, gibt sich irgendwie ein Ausnahme? Ich meine, ihr habt ja hinterher auch so ein bisschen hier und da, dies, das, ein paar Leute schon ein bisschen gedisst, die irgendwie in der Literaturbiennale nicht so tight gespittet haben. So. Das war ja ganz klar. Ja. Willst du dann nochmal einen Namen nennen? Irgendwann? Nein. Ist das geklärt? Das ist geklärt, das ist alles sehr geklärt, ja. Weil, also, das, ne? Also das manchmal ist auch einfach mal gut. Okay. Muss nicht alles tot reiten. Ja, nee, das ist okay. Das ist wie bei Flizzy und Farid. Irgendwann ist mal gut. Ja, da hat ja auch, habe ich nicht verstanden, wann und warum gut war, aber das ist ja auch, muss ich auch gar nicht verstehen. Jetzt sagtest du, der Degenkolb Deli ist schwierig. Also war das jetzt einfach nur so. Na, so ich, ich mache jetzt mal eine Promobüchse auf. Du hast ja direkt wieder kaputt okay, gemacht. Alles klar. Gut. Aber jetzt, da ist jetzt nicht, da schwelt nicht ja, doch die Reich, die, nee, nee, die Reichweite ist jetzt und, nee, da ging es nur um Reichweite. Ja, gut. Das ist ja die neue Währung, Reichweite. Ja gut, aber ich meine, der hat ja jetzt im Vergleich zu dir jetzt nicht so eine Reichweite, oder? Also ich meine, das bringt dir doch nichts, oder? Jetzt gesagt. Nee, weiß das nicht, das würde ich ihn jederzeit auch fragen. Also das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Also ich meine... Da ist ja die Szene jetzt hier in der Stadt auch irgendwie, ist ja eng, da kann man ja, ne, da ist man ja, das frage ich ihn auch, das ist überhaupt kein Ding. Das finde ich übrigens auch noch spannend, um mal noch auf der Meta-Ebene zu bleiben, dass ja in diesen Interviews, also ne, irgendwie Flair schenkt Bruce eine Rolex, so die ganzen Interviewer reden ja auch irgendwie mit allen, werden aber selten in der Art angegangen, im Gegenteil, denen wird doch wieder alles erzählt. Die werden auch angegangen, so? Klar, ja. Da gibt es doch dieses Ding von Bushido, wo der Bruce richtig übel angegangen ist und okay. Das ist schon also ich, das, ja, ach, das läuft auch. Also das heißt, ich bin auch, mitten im Game jetzt auch drin, indem ich hier die absolut. Frage stelle. Wir kapern das Rap Game für die Literatur. Ja, okay, nun bin ich jetzt, alles klar. Aber dann sag doch mal, raus, also wo gibt's denn, sag mal, wenn du sagen würdest, okay, du müsstest jetzt irgendwie eine coole Kollabo machen, also mit dem Doppel-D machst du ja eh schon ganz viel, das ist ja rum. Und ihr, also ich sag mal, ihr reklamiert ja so ein bisschen den Underground für euch, jetzt an der Stelle. Gibt's da nicht eventuell auch irgendwie jetzt zwei, drei, wo du sagen würdest, okay, die sagen das zwar noch nicht so, aber im Endeffekt haten die hintenrum schon ein bisschen rum, weil die halt irgendwie nicht den Fame kriegen, den wir da jetzt irgendwie haben. Ja, klar, die ganze Stadt ist voll davon. Weil ich meine, es ist ja schon so, ihr habt jetzt auch den Underground auf das Level Literaturbiennale gezogen und dann irgendwie mit dem Kulturbüro gekuschelt und alles. So, das ist ja, also, das ist ja nicht in erster Linie real. Du kannst die Realness einfach mitnehmen und es da drüber stülpen. Funktioniert das? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Das hat super funktioniert. Ja, aber weiß nicht, aber kommt ja nicht doch irgendwann einfach mal ganz klassisch ein Sellout ins Spiel? Also wenn du damit, also du hast es gerade gesagt, irgendwie Flair schenkt Roos eine Rolex. Ich will jetzt ja nicht so drauf rumreiten, aber ne, wenn du anfängst, dann irgendwie, weiß ich nicht, und dann gehst du noch hier mit dem Kulturbüro was essen und so weiter, dann bist du doch irgendwann plötzlich total im Mainstream. Das habe ich in dem Moment auch gedacht, ohne Scheiß. Und ich habe mein Bier ausgetrunken, mein 5. oder 10. ich weiß nicht mehr. Ich habe dann aus Protest einfach gesoffen, weil die haben da gesessen bei dieser Abschlussveranstaltung und alle so, ich hätte gern diesen Salat und ich hätte gern noch ein bisschen dies, das und so. Was hätten Sie gern? Ich hätte gern 10 Bier, bitte. So, das war mir dann auch zu viel in dem Moment. Da gesagt, so, ich muss jetzt mir wenigstens irgendwie ein Alkoholstatement stehen. Das heißt, es geht schon an die Grenze, dass der literarische Underground in das so einer ja Literaturbiennale ist. Ja, für mich ist das ja auch alles immer so Trial and Error. Ich habe ja keine Ahnung. Also okay. Es gibt ja hier in dieser Stadt eine Literaturszene, die keine wirkliche Literaturszene ist. Also das sind dann, bei den bildenden Künstlern gibt es die GEDOG. Ja. So, ne, das gibt's hier auch bei den Autoren. Ja, aber GEDOG ist ja eher, ist halt nicht rein weiblich orientiert, aber BKK und alle möglichen, ja, da gibt's irgendwelche Verbände und Gruppen und weiß ich was. Genau, das ist nämlich das Ding. Es gibt Verbände, es gibt Gruppen, die rotten sich da zusammen, aber wirklich coolen Scheiß macht da keiner.
Das ist mein Statement. Ich habe den Faden verloren. Naja, es geht immer noch darum, um die Literaturszene in Wuppertal. Die Frage, ist die überhaupt so präsent, dass es dazu noch einen Underground geben kann? Ist die eigentlich komplett Underground oder irrelevant? Ja, Trial and Error. Ja. Das war eine Entweder-Oder-Frage. Kannst die ist irrelevant. Okay. Ja? Ja. Die war mal eine Zeit lang nicht irrelevant. Was heißt Literaturszene nicht, aber die Poetry Slam-Szene, die war mal sehr aktiv hier. Ja. Und die war auch mal sehr bedeutend. Da gibt es Patrick Salm, da gibt es Jan-Philipp Zimny und daraus sind dann auch so ein paar Sachen entstanden. Aber die sind jetzt weg alle und also literarisch ist hier nicht so viel. Ich meine, es gab ja früher mal irgendwie so aus dem, mehr so, ich würde jetzt im Bereich Dada oder absurde Kunst einordnen, so als fünfte Tier, Max Christian Gräf und so weiter. Das war ja so ein Wuppertal-Thema, der ist ja jetzt, glaube ich, auch in Wuppertal wieder zurück. Hast du in die Richtung irgendwelche Kontakte, Austausch, irgendwas? Keine Ahnung, also okay. Den Namen sagen mir gar nichts. Kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall, um nochmal auf dieses Essen zurückzukommen im Kulturbüro, ja. Ne, das ist dann ja auch wirklich erstmal in dem Sinne Twilight Hour, weil ich keine Ahnung habe, was passiert da? Ist das cool? Saufen die sich alle unter den Tisch? Gehen die vielleicht alle auf Klo, gucken sich weg und ich gehe da nicht hin und verpasse die ganze Scheiße? Kann ja auch sein. Ne, deswegen muss man das einfach mal gucken und dann feststellen, nee, hier gibt's keinen Koks. Ich trinke jetzt mein Bier und gehe nach Hause. Das heißt, könntest du jetzt mit so einem Anti-Roman anfangen, die Literaturszene aufzumischen in Wuppertal? Oder wenn wir mal aus Wuppertal weggehen, was ist überhaupt mit der Literaturszene los? Das ist sehr schwierig. Das ist, ich habe das mal für mich so definiert, es gibt den lokalen Fame und den richtigen Fame. Wenn du anfängst, was in einer Stadt zu machen, da präsent zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du da nicht mehr rauskommst. Ne? Ja, wenn du den Fokus direkt aufmachst und größer denkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das über die Stadtgrenzen hinausschwappt. Und dann kommt es auch irgendwann wieder zurück zur Stadt. Aber wenn du einmal so lokal so präsent bist und so ein Statement hast und dies, das machst und so, dann ist das schwer, da rauszukommen. Das heißt, nie wieder Literaturbiennale im Wuppertal moderieren? Nö, das hat Spaß gemacht. Ja, aber das verortet dich natürlich sehr im Tag. Ja, ich würde jetzt aber nicht hingehen und per se deswegen alles irgendwie abbügeln. Wenn ich da Bock drauf habe, habe ich da Bock drauf. Okay, das klingt sinnvoll. Was ist dann sozusagen der Ansatz, jetzt aus Wuppertal rauszukommen? Und ist der literarische Untergrund dafür ein Ziel oder einfach erstmal eine Tatsache? In dieser Stadt meinst du? Nö, grundsätzlich für dich. Der literarische Untergrund ist eine Tatsache. Erst wieder bewiesen durch das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, Clara. Was? Clara, von Dirk Bernemann, Jan Off und einem Musiker, dessen Namen ich vergessen habe, dessen Geschichte ich aber am besten fand in diesem Buch. Okay, ein Musiker. Also, ja, genau. Ja. Das ist halt wirklich so 1, 2, 3, willkommen im literarischen Untergrund. Und gibt es den auch dann irgendwie live? Also es gibt irgendwie so Bücher, die irgendwie was Wahrhaftiges, Authentisches haben, aber irgendwie unter dem Belletristik-Radar laufen. Ja, voll. Also, und passiert das dann auch? Also gibt es da irgendwie einen Austausch? Oder irgendwie, wo kriege ich das mit? Was meinst du, was mitkriegen? Ja, so einen literarischen Untergrund. Gibt es dann da irgendwie Lesungen oder wird das einfach nur veröffentlicht? Das kann ich nicht sagen. Also ich kriege das mit, weil man kennt sich halt so untereinander so ein bisschen. Ne, jetzt auch nicht, wir sind jetzt keine dicken Freunde oder so. Und man hat sich schon mal gesehen und man unterhält sich, schreibt sich immer kurz hier hin und her und so. Deswegen kriege ich das mit, habe ich das auf dem Schirm. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, woher. Soziale Medien. Das heißt, also der Tagesspiegel berichtet jetzt nicht darüber. Da fehlt dann sozusagen jetzt genau diese Underground-Plattform, was Deutschrap geschafft hat, sich komplett irgendwie über YouTube zu vermarkten. Ja, das ist aber auch, weißt du, in der Literatur, die sind alle so engstirnig in vielerlei Hinsicht. Also engstirnig im Sinne von, das sind neue Medien. Nee, wir machen was mit Wort. Lass mal lieber Newsletter schreiben. So, weißt du, aber nur weil ich Literatur interessiert bin, heißt das doch nicht, dass ich den ganzen Tag jeden Scheiß alles lesen muss. Ich will mir auch mal irgendwie einen Tag lang nur 24 Stunden Netflix angucken können oder keine Ahnung, irgendwelche Interviews oder so. Und trotzdem nur Literat sein. Und das wäre doch erfüllt, wenn es so ein Format geben würde. Ja, voll, du sagtest gerade, ich möchte gerne mal auf das Rap-Posing eingehen.
du sagtest gerade irgendwie, man kennt sich untereinander und daher kriegt man irgendwie die Sachen mit. Das heißt aber ja auch, du sagst, man ist jetzt nicht unbedingt eng Freunde, aber man könnte natürlich ja auch ein bisschen... Nicht mal nur ich. Ich rede nur von mir. Ich weiß nicht, wie das im Allgemeinen ist. Ja, okay. Keine Ahnung. Okay, aber du könntest ja. Ich meine, du machst auch das Rap-Game. Das machen die nicht. Oder vielleicht beobachtest du ja auch, gibt es da auch irgendwie ein geiles Gehate und so weiter und so und dieses und der ist aber jetzt geil und der nicht und dann veröffentlichen ja, wir irgendwie dann hole ich mir seine, also in einem Kurzgeschichten-Anthologie, der darf mitmachen und der nicht und so weiter? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich gar nicht. Okay. Keine Ahnung. Also dafür, ich versuche mich da auch immer rauszuhalten. Also aus diesem ganzen Klickengebilde. Warum? Auch weil ich da keinen Bock habe, weißt du, da bist du so ganz schnell mit da drin und irgendwann ist das wie in so einer Büroküche. Jeder labert über jeden und alle machen ja, selbst die geilste Scheiße. Ist das nicht im Deutschrap genauso? Ist das nicht einfach auf YouTube eine große Büroküche, was sie da abziehen? Ja, das ist genau das, was ich meinte mit diesen Rap-YouTubern da, diese Bildverschnitt-Kasper. So, das auf jeden Fall. Aber das ist ja dann auch nicht der Kern der Sache. Das ist so drumherum, was dann irgendwie so scheiße an Scheiße abfällt. Ja, ja, okay, alles klar. Aber es scheint ja irgendwie für Vermarktung ganz gut zu sein. Jetzt auch dann nochmal zurück zum Underground oder zu einem Anti-Roman. Die Kamera ist angefangen. Oh, die Kamera ist müde. So ein Anti-Roman schreiben, irgendwie im Underground bleiben, mal den Kopf aufzumachen und komplett gegen die Strukturen zu drehen und so weiter. Ist ja jetzt nicht zwingend das fette Erfolgskonzept. Nö, aber da gilt dasselbe wie bei der Literaturbiennale. Ich hatte einfach Bock drauf. Ja. Das ist so ein Ding, weißt du, es gibt diese Frage, dann mache ich das. Also ich bin jetzt auch kein planender Schreiber. Es gibt ja entdeckende und planende Schreiber. Die einen konzeptionieren ihr ganzes Ding ja. Und die anderen fangen einfach mal an und gucken, wie es läuft. Ja. Und dann ergibt sich das. Stephen King ist ein entdeckender Schreiber zum Beispiel. Okay. Fängt an und dann beim Schreiben wird es immer größer und größer und umfangreicher und so. Und das ist auch meine Art, es zu machen. Das heißt, ich habe eine Frage oder eine Idee, einen Gedanke oder irgendwas und setze mich hin, fange an und daraus ergibt sich dann halt so ein Gesamtkonzept dann im Laufe des Machens. Okay. Einfach Bock drauf. Was, wenn du jetzt einfach Bock auf Erfolg hättest, was würdest du denn da machen? Dann arbeite ich auf jeden Fall nicht in der Kunst oder Kultur. Da sind einfach so viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Du kannst nicht beeinflussen, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Ja, aber Marketing, also ich meine, du machst ja jetzt auch hier die Promophase fürs Buch. Das ist aber auch nicht zum Marketing. Ich habe da Bock drauf. Ich habe gesagt, komm, lass mal machen. Okay. Wenn ich jetzt hier den Rap-Stiefel schon durchziehe, ja. Dann ziehe ich noch ganz durch. Ja. So komplett, mit allem Zip-Zap. So, ne, weißt du, das ist nicht ausgelegt als Marketing, sondern einfach nur, lass mal geilen Scheiß machen. Aber im Original ist es ja ausgelegt als Marketing. Ja, aber das ist, also im Original ist das dann so, dass dann irgendwie Sellout-Rapper da sitzen, die irgendwie ihr neues Album raushauen und theoretisch macht es gar keinen Unterschied, ob die da sind. Wahrscheinlich tun die nur den YouTubern gefallen, damit die ein paar Klicks kriegen und ein bisschen Kohle abstauben. Aber ein Kollege zum Beispiel braucht keine Interviews, damit sich sein Album verkauft. Ja, nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, also der Großteil nicht mehr. Das ist ja dieser Rap ist ja jetzt ja, gerade auch im Mainstream nicht, angekommen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum das mit diesen Interviews bald einfach aufhören wird. Ah, okay, das kann natürlich sein. Aber ich meine, war das nicht im Prinzip der Anfang, das so hochzuschrauben? Also sollten wir, wenn wir jetzt alle Bücher verkaufen wollen, nicht auch irgendwie die ganze Zeit bescheuert durch die Gegend fahren? Nee, und, dann machst du ja nur was nach. Das ist natürlich richtig. Dann bist du wieder irgendwie so eine Kopie von der Kopie. Das ist ja scheiße. Also man sollte vielleicht... ist es auch mal wirklich an der Zeit und angemessen, sich selber was auszudenken. Selber zu gucken, worauf habe ich denn Bock, wenn ich jetzt nicht lese. Ich will aber gerne informiert werden, was so an heißem Scheiß passiert. Und ich möchte nicht 20.000 Autoren mir angucken, wie die ihre Bücher den ganzen Tag auf Insta fotografieren. Gibt's nicht ein geiles Format, wo ich mir den ganzen Scheiß reinziehen kann? Nee, gibt's nicht. Du kannst noch druckfrisch ganz gucken. Dennis Check, großartig, ja. Aber das ist auch Mainstream, das ist kein Untergrund. Ja, 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 klar. Okay, das heißt irgendwie der literarische Untergrund ist so Untergrund, dass der eigentlich keiner auf dem Schirm, genau. Gar nicht passiert, außer dass ab und zu mal ein Buch veröffentlicht wird. Cool, wann kommt dein Buch raus, apropos? Ich nagel mich jetzt nicht fest, 22., 21. Oktober, sowas um den Dreh, Montag.
Montag. Ich wollte das auf Freitag legen. Ja. Weil Freitag ist der Rap-Release-Day. Naja, klar, ich meine, Platten kommen freitags raus. Da habe ich. Damit wir auch in die Charts gehen können. Da habe ich keine Schnitte. Montags raus. Gegen so eine große Verlagsinfrastruktur wie von Periplaneta. Da kommt es ja halt nicht an. Ist die das? Haben ja durchgetaktet. Aber wenn du quasi Release. Sozusagen schon in so einer großen Verlagsinfrastruktur, ist das nicht schon Sellout im Underground? Ist das so schwierig? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sollte ich das nächste selber releasen. Ja, aber sind wir da, aber dann, wobei, ich meine, das ist ja auch, das passiert im Underground-Rap ja auch, dass irgendwie ganz viel einfach irgendwie rausgehauen wird. So in der Literatur denkt man irgendwie sofort an den Hausfrauen-Selbstverlag. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig vom Kontext her, aber... Das gibt es im Rap halt natürlich auch, diese Hausfrauen-Selbstverlage. Das sind halt nur keine Hausfrauen, sondern 13-jährige, keine Ahnung, Jungs, die denken, die haben jetzt Sonne auf Wonne gereimt. Ja. Oder Schlag auf Tag und die hauen jetzt erstmal ein richtig fettes Rap-Release raus. Gut, jetzt sind wir natürlich einfach, weil du dein Anti-Roman am Rap irgendwie orientierst, natürlich jetzt irgendwie sehr dabei hängen geblieben, Literatur mit Hip-Hop-Rap zu vergleichen. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal wirklich zum Inhalt jetzt von Raw. Dass du da irgendwie, du bist über die Hip-Hop-Alben inhaltlich dabei gelandet, wie du erzählst, und hast dir dann nach überlegt, okay, und dann mache ich da strukturell auch das. Das kam dann beim Machen. Ne? Okay. Das war dieses Learning by Doing. Was war der erste Impuls? Ansatz, der erste Impuls war der, was ist die Essenz von Rap? Ja. Also du befrei Rap von allem Zeitgeist. Das ist ein bisschen schwierig. Also ne, immer alles, das, ja, nee, was jetzt gerade der Hype ist, alles weg. Was ist die Antwort? Was ist die Essenz von Rap? Authentizität und das mit dem Finger drauf zeigen auf Sachen, die nicht in Ordnung sind. Also ist tatsächlich... Ohne den erhobenen Zeigefinger. Ja. Also ohne diese Belehrung. Sondern das ist das, was Haftbefehl zum Beispiel noch macht. Ja. Ne? Sagen hier, das läuft so, das läuft so, das läuft so. Und du als Rezipient sitzt da und, Alter, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Das ist ja voll krass, das kann ja nicht sein. Ne? Weil du das nicht mitkriegst. Einfach auf soziale Missstände aufmerksam machen. Und das habe ich dann versucht irgendwie rauszuziehen und literarisch umzusetzen. Das ist auch nicht immer einfach. Ja klar, weil dann natürlich ganz schnell ein Zeigefinger reinkommt. Richtig. Ich habe versucht, ihn rauszunehmen. Und ich glaube, ich habe es geschafft. Also was mir in vielen Sachen, also nicht in vielen, aber es gab einige Nummern da drin, wo ich mir gedacht habe, Alter, das kann ich nicht so unkommentiert stehen lassen. Weil das ist irgendwie, das geht nicht. Das ist so krass. Und wie hast du es dann kommentiert? Oder gar nicht, ich habe es stehen lassen. Okay. Okay. Aber ne, das ist auch kein Ding, ich schreibe das jetzt und dann ist fertig, sondern da sitze ich dann immer noch da und mache mir Gedanken, wie mache ich denn das jetzt? Also ich will das und das erzählen, aber wenn ich das erzähle, ohne da irgendwie ein Statement abzugeben, habe ich dann ein Problem. Ja. So, weil dir ganz schnell irgendwie was angedichtet werden kann. Ich muss jetzt gerade mal voll underground werden, weil ich tierisch pissen muss und ich würde gerne hier irgendwo im schönen Zooviertel an Zaun pissen. Kannst du mal eben anhalten? Halt das mal. Ja. Und war gut? Ja, war gut. Du hast gerade davon gesprochen, dass es dir gelungen ist, den moralischen Zeigefinger rauszulassen. Und wenn ich du hoffe, versuchst, dass es ja, also, dass wir mal davon ausgehen. Ich meine, das soll ja bitte schön die Leserin und der Leser selber rausfinden. Ja. Und dass du, wenn du in Versuchung gekommen bist, scheiße, ich muss das doch irgendwie, weiß ich nicht, moralisch, ethisch einordnen, sonst irgendwie kann ich nicht so, hast du gesagt, nee, scheiß drauf, ich lasse das so krass stehen. Ja. Oh, ich muss mir auch wieder anschauen, ne? Das gibt ja gleich eine Diskussion. Also du hattest am Anfang auch gesagt, dass es dir um die Beweggründe von Menschen geht und die Frage, ob man sie dann besser verstehen kann. Also ist es im Endeffekt ist nicht sozusagen das eine moralisch-ethische Frage, die eh da drin ist, Mitgefühl und Verständnis? Ja, also ne, das ist halt die Kunst des Weglassens. Das ist das, woran ich mich da auch immer ein bisschen übe. Wird es noch verstanden, wenn ich das weglasse und wenn ich das weglasse, ergibt sich das noch? Und im besten Fall ist es so, also ich setze dann immer so ein bisschen Kopf voraus, wenn ich das lese, dass ich das verstehe. Aber die Gefahr ist halt trotzdem da, dass wenn du das liest und da ist keine Wertung drin, weil du auch immer eine Wertung gewohnt bist, ne? Durch Medien und was weiß ich, dir erzählen dir was und haben sofort eine Wertung mit oben dabei für dich. Hier, konsumier, scheiß, alles gut.
hoffe, dass das funktioniert. Dass, wenn die Wertung raus ist, dass der Fokus trotzdem darauf liegt, okay, ich verstehe jetzt, warum diese Person das macht. Ohne, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Würdest du es also für begrüßenswert halten, wenn wir, wenn sozusagen viele Auseinandersetzungen mit weniger wertenden oder sagen wir viele Äußerungen, jetzt egal, ne, weiß nicht, Presse lassen wir mal weg, gehen wir mal eher ins Künstlerische rein, weniger wertendes in Äußerungen wäre? Oder ist nö, in, nö, ist, ist, nö. Sind Rap-Alben nicht voll, auch von Wertungen ja, so? Ja, voll. Das soll ja auch, also du sollst ja auch mal Maul aufmachen. Das mein ich damit nicht. Ja. Das kann man ja auch machen. Ich habe nur bewusst den Weg gewählt, okay, das wegzulassen. Okay. Aber generell also, auf jeden Fall. Um weil etwas sonst zu erreichen oder erstmal als Ausdrucksform einfach? Nee, in der Hoffnung, dass sich das von selbst ergibt. Dass wenn du zum Beispiel du siehst jemanden da sitzen, jetzt als Normalbürger, der sitzt, du gehst an irgendeinem Penner vorbei. Und der gammelt dich an. Ja, hast du mal irgendwie einen Euro? Ich brauche ein Bier oder sonst oder eine Kippe oder sonst irgendwas. Ist halt der erste Impuls. Nee, komm, geh weg. Ja. Weißt du, für so Durchschnittsleute, lass mich. Wenn du aber verstehst oder wenn dann gezeigt wird, wieso, weshalb, warum dieser Mensch dann da ist, ohne dass du einmal Pathos drüber kippst und ohne mit dem Finger da zu stehen und du musst jetzt Verständnis dafür haben, sondern nur erzählst, was passiert ist, ändert sich das im besten Fall. Und das ist, was ich da versucht habe. Ja, krass. Ich meine, das macht jetzt irgendwie zwei Fragen auf, die, wenn wir die anfangen würden, würden wir noch anderthalb Stunden durch die Gegend fahren. So, mach mal auf. Zum einen, Debatte, die ja gerade politisch in Deutschland schwer abgeht, mit, darf man Menschen ertrinken lassen oder nicht? Und wenn ja, warum? Und unter welchen Voraussetzungen und so weiter? Nein, das ist ganz schnell abgefrühstückt. Genau. Nein, darf man nicht. Auf gar keinen Fall. Natürlich ist das abgefrühstückt, aber das Krasse ist ja, diese Debatte passiert und da hängt ja noch ganz viel mehr dran. So, und da ist ja, da habe ich häufig das Gefühl, da mangelt es einfach genau an diesem Punkt. Richtig. Dass man mal wahrnimmt, wie sich das eigentlich im Einzelnen verändert. Genau, das ist der Punkt. So, das heißt ist das genau denn, das, was ich meine. Von irgendwo. Und selbst wenn man sagt, das liegt ja nur Wirtschaftsrückgang. Ja, ich meine. Ja, nur ist, ja, ist ja, genau. Kurze Sache. Das ist das, genau das ist das, was ich meine. Genau das fehlt nämlich. Irgendwann ist das in den letzten 10 Jahren verschwunden gegangen. Weißt du, dieses empathische Grundverständnis von Menschen. Dieses, ich verstehe, ja, was da los ist, lass also mal meine, irgendwie ist das, was machen. Ist das verloren gegangen? War das stärker da? Ist das nicht eine irgendwie vielleicht verklärte Vergangenheitssicht? Ich glaube, da ist die Antwort ganz klar in der Politik zu suchen, dass es inzwischen eine Mitte gibt, politisch. Also früher war ganz klar, die SPD war die Arbeiterpartei, die CDU war die Mittelstandspartei, wer Kohle hatte, will die behalten, wählt CDU, wer keine hatte, wählt SPD und dann, ne, dann macht man irgendwie Regierung. So. Das ist alles eine Suppe heute. Aber ist, also folgt da Politik der Gesellschaft aus, oder wahrscheinlich, Politik, wahrscheinlich, Gesellschaft aus der, wahrscheinlich aus der Globalisierung sich ergebend, weil du jetzt nicht mehr nur in deinem eigenen Sumpf kochst, sondern auch außenpolitisch und dann musst du halt da irgendwie. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass heute alles eine Suppe ist. Und dann kommt eine Partei und macht einfach eine Büchse auf, bedient einfach Leute, die ganze Zeit nicht mehr bedient werden. Wenn du früher irgendwie rechtes Gedankengut hattest, dann hast du die CDU gewählt. Ja, ne? Weil die waren da näher dran. Okay. Aber die sind halt heute auch total weit weg. Also ich meine, die Kanzlerin macht die Grenzen auf, lässt alle rein. Wen wählst denn du dann? Ne? Dann wirst du ja extremisiert. Ja, aber warum? Also ich meine, aber das ist doch, die Frage ist dann darin doch auch, warum ist das so und mangelt es da auch genau an dieser Empathie, also an der, ja, an der und warum ist das so? Also warum? Wo bleibt Empathie auf der Strecke? Ich meine, umgekehrt, du bist jetzt sozusagen hergegangen und hast, schreibst in deinem Roman Geschichten auf, die die Möglichkeit bieten, empathisch in Katastrophen zu schauen. Ja. So, also es ist ja alles Scheiße, was hier in dem... Aber es ist nicht die große Scheiße. Es ist die persönliche Scheiße. Es geht nicht um das große Ganze. Nein, nicht um Politik und ja, genau. Nein. Aber es ist die große, also in dem Leben der einzelnen Leute, wenn du irgendwie in der Psychose dein Kind umbringst, das ist schon die, das wird die schon große Scheiße nennen. Ja. So, also da und bietet sozusagen die Möglichkeit, wenn man das liest, eine vielleicht ja doch eine Empathie zu entwickeln. Es muss ja keine Sympathie sein, sondern eine Empathie zu entwickeln. Alter, was geht denn da ab? Und okay, und wie das, gehen wir damit gesellschaftlich das um? Dann, wenn ich das gelernt habe, das mitzunehmen,
wie gesagt, ich muss das dann nicht gut finden. Ja. Immer noch nicht. Ja. Ich kann das immer noch scheiße finden. Aber ich verstehe, wie sowas passiert. Ja. Und dann dementsprechend gehe ich auch anders damit rum. Hau nicht mit der Keule drauf, sag, so, verpiss dich, Fotze. Sondern, ne, alles klar, okay, ich weiß, wie das läuft. Was macht man da jetzt? Ja, genau. Was ja dann eben häufig jetzt in einer extremisierenden Politik irgendwie in der Debatte gar nicht passiert. Ja. Und was schön wäre, wenn das wieder käme. Das heißt, wir setzen jetzt Raw dann irgendwie Anfang Oktober auf jeden Fall auch auf die Schulbuchliste, so als... auf die Bundestagsleseliste, würde ich sagen. Schulbuch, das ist irgendwie, ja, dann ja, liest man Bücher, weißt du, und da habe ich keinen Bock, das gehört zur Schule, da will ich nicht. Ah, okay. Das ist scheiße. Das baut sozusagen... Ja, aber vielleicht, macht das, aber vielleicht macht das mal so ein, wieder eine Empathiebüchse im Bundestag auf. Okay, das ist ein interessanter Punkt. Da muss man, das nicht mehr gefragt so, wird. So, back to Wuppertal, dann hier Helge Lind, klarer Auftrag. einen Klassensatz Raw für den Bundestag bestellt. Macht es, Helge. Ne? Wie viele Leute sind im Bundestag? 500 oder 400, 300 mehr, oder so? Sind das nicht, 600 hast du nicht gesehen? Echt? So viel? Ja, die haben den noch wieder aufgestockt. Haben ja, extra, Absatz. Haben extra ein paar mehr gemacht, damit du mehr Bücher verkaufst. Helge macht das. Das ist schon mal cool. Okay, dann haben wir den politischen Rahmen jetzt, den ich gerade da, wo ich gesagt habe, kann man aufmachen. Das andere ist ein viel spannenderes Thema. Nee, ist überhaupt nicht viel spannend, das ist Blödsinn. Das ist aber auch aufregend, die Frage, okay, wenn ich jetzt so beschreibend daherginge und den Empathiedreh nicht kriege, sondern im Prinzip die Scheiße beschreibe und bei den Leuten dann ankommt, vielleicht sogar vorbildhaft, okay, das ist so. So, oder ich gehe den Weg oder verstärkt irgendwie das und das, ich baue jetzt meinen Hass auf und dann mache ich halt auch den, weiß ich nicht, den Drogenbaron im Knast, weil das... cool beschrieben ist. So. Also ne, wenn es nicht über die Empathieschiene geht, sondern irgendwie so unmittelbar ist, was ja auch dem Rap teilweise vorgeworfen ja, wird. Ja, aber direkt rein, sonst habe ich das vergessen. Ja, bitte. Der Rap hat eine ganz andere Zielgruppe. Haha. Okay, das natürlich, das stimmt. Das ist nett. Also leicht zu beeinflussende Jugendliche lesen ja. Jetzt nicht, wahrscheinlich nicht deinen Roman. Vielleicht ich denke wir doch, nicht. Achso, doch auf die Schulbuchliste. Ach nee, gar nicht auf die Schulbuchliste. Nee, aber dann passiert nämlich genau das. Weil, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass denn genau das passiert, dass man das geil findet, dass man das hart feiert. Ja, aber wie geht man denn damit um? Also was ist denn das hart feiern? Weil im Prinzip... Ah, ist ja, weißt du, das ist, ja, ich lebe damit. Ey, das sind jugendliche Aufbegehren, Subkultur. Das war früher auch, dann gab es halt Punks und alle haben gesagt, boah, das ist eine Verrohung der Sitten hier, Alter. Die, guck mal, die kotzen da in die Ecke, also wirklich. Und dieser Iro, also wer sowas früher hätten wir sowas vergast. Ja. Weißt du, sowas war schon immer da. Ja. Dass irgendwie Jugendliche sich Ist eigentlich haben, ja auch, auch eine Empathieschere, hat. Wo irgendwie Rebellion auf Rebellion mit harte reaktionäre Restriktion reagiert wird. Also früher hätten wir sowas vergast, ist ja... Ich sag mal, nicht in erster Linie eine empathische Aussage. Ha, das nee. Heißt, da fehlt ja auch schon. Hast du das Penner-Beispiel gebracht oder geht's im Punk oder überhaupt? Also sagen wir auch irgendwie jugendliche Rebellion, die jetzt sagen, okay, hier, weiß ich nicht, Koksnutten und große Felgen sind das, was ich irgendwie anstrebe, weil ich das irgendwie so gehört habe und finde das irgendwie total geil. Und dann sagt man, nee, es gibt aber innere Werte oder weiß nicht was. Ist es vielleicht auch mangelnde Empathie der Frage gegenüber, naja gut, warum Koksnutten und große Felgen? Und damit meine ich jetzt nicht, ja? Ja, das, ja. Oder ich glaube, das hat damit zu tun, dass man als Erwachsener so mit seinem Leben und Überleben beschäftigt ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie das selber früher war, dass man genauso war. Man hat es einfach vergessen, deswegen kann man das nicht mehr nachempfinden. Ich weiß nicht, ob das mangelnde Empathie ist. Okay. Ich glaube, das ist einfach, ja auch so eine sind ein paar Schippen Zeit drauf und deswegen kann man das nicht mehr nachvollziehen oft. Okay, das heißt also im Prinzip ist diese Frage der Beeinflussung von Jugendlichen durch schwierige Sachen, kann man sagen, ist eigentlich ein Zeitphänomen, das geht vorbei, das ist eine Pubertät oder eine Postpubertät und mehr passiert da nicht. Dann ist aber umgekehrt wieder die Frage, kann ich der Gesellschaft überhaupt und beeinflussen? Was, wenn nicht, ey, was ist gegen Koks, Nutten und Chromfelgen einzuwenden? Alles in Ordnung, da können wir jetzt rauf und runter abwägen, was daran prima oder daran abzuwägen ist. Die Frage ist eher umgekehrt, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, nee, so kann das eigentlich nicht beeinflussen, kann man denn überhaupt beeinflussen? Also, oder kann Kunst oder kulturelle Äußerung oder künstlerische Äußerung überhaupt irgendwas beeinflussen? Auf jeden Fall, definitiv. Guck mal, ich habe das erste Mal ein Buch gelesen in der Schule. Ich glaube, das war Günter Grass, die Blechtrommel.
Fand ich furchtbar scheiße. Nicht des Buchs wegen, sondern weil der Typ da vorne gesagt hat, wir lesen jetzt dieses Buch. Ja, komm, ich lese die Scheiße, fand ich kacke. So, und ich habe lange Zeit nicht gelesen. Dann habe ich Charles Bukowski in die Finger gekriegt, habe Charles Bukowski gelesen. Und alles, was ich heute mache, was ich heute bin, ergibt sich, leitet sich ab von dieser Literatur. Und das, also für mich, ich spreche da nur für mich, ich kann halt das für andere nicht beurteilen, aber für mich hat das alles verändert. Okay, also wie ich denke, die Art, wie ich denke, hat Empathie wieder rausgeholt. Tatsächlich? Ja. Ausgerechnet Charles Bukowski? Ja, nicht Charles Bukowski, sondern alles, was sich daraus ergab. Ah. Also der war ja nicht nur, ich lese ja nicht nur Bücher von Charles Bukowski und sonst irgendeine Zeitung oder so. Das könntest du ja auch nicht beurteilen, dass Haftbefehl der Hemingway des Deutschland ist. Aber das meine ich halt mit, klar, auf jeden Fall kann Kunst was mit dir machen. Ich war mal auf einer Ausstellung von einem Typ, den Namen habe ich vergessen, der hat Häuser nachgebaut. Oder Räume. Und dann sind wir durch so Räume. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich war in diesem Raum und nach 3 Türen hast du das Gefühl, du bist da wirklich drinne. So, das war so ein Guantanamo-Ding. Ich bin hier nicht mehr in einem Museum. Ich bin hier gerade Alter, ich bin hier gerade in Guantanamo, lass mich raus. Und du kommst denn nicht raus. Und das macht auch was, weißt du? Und das hat mich nachhaltig geprägt, dass ich heute noch oft daran denke, wenn irgendwo die Tür zugeht, ob ich die nochmal aufkriege. Also klar, auf jeden Fall verändert Kunst was. Ja, also setzt einem eine kleine Psychose. Ja. Ja, scheiße. Wo liegt denn dann die Verantwortung des Künstlers? Ich glaube nicht, dass ein Künstler, ich hoffe nicht, dass ein Künstler, anders, ein Künstler sollte nicht die Verantwortung dafür haben. Weil da ist einfach so viel Subjektivität des Betrachters drin oder des Lesers oder des Hörers. Ich kann ein Bild auf 10 verschiedene Arten sehen. Ich kann ein Buch auf 10 verschiedene Arten lesen. Ich will nicht die Verantwortung übernehmen für das, was die Leute sich daraus ziehen. Eigentlich ein sensationelles Schlusswort. Ja. Wir stehen gerade an der Ampel. Vielen Dank. Wir fahren jetzt einfach zum Bahnhof zurück. Und trinken noch 10 Bier. Wir haben es hingekriegt, sinnfrei durch die Gegend zu cruisen. Und wir müssen am Ende jetzt noch irgendwas verlosen übrigens. Da habe ich auch gesehen, Bruce verlost immer irgendwas am Ende. Ja, ich habe keine Box. Mach mal ein Buch. Buch. Krass. Buch. Also, okay. Buch und Hörspiel. Buch und Hörspiel. Raw und Hörspiel, die Zeitmaschine. Der Zerbolesch haut richtig einen raus. Haben wir gleich am Ende erfahrt, wie man das irgendwie macht. Viel Glück beim Release. Danke. Ne? Möge direkt charten, das Album. Buch. Goldene Buch. Und geben wir Gold. Genau, richtig. Alles klar. Cool. Reingehauen. Na, neugierig? So, jetzt wollen wir mal gucken. Wer möchte denn das Buch Raw gerne haben? Zeig doch mal bitte kurz auf. Ja, ist natürlich Quatsch, das kann ich ja jetzt hier so gar nicht sehen. Egal, wir verlosen jetzt eins von diesen Büchern. Also der Zerolesch haut ein Exemplar von Raw einfach so an euch raus. Und nicht nur ein Exemplar von Raw, er packt auch noch ein Hörspiel Die Zeitmaschine obendrauf. Also, das Buch Raw, das Hörspiel Die Zeitmaschine für euch. Schreibt eine E-Mail an info@zerolesch.de. Als Betreff, Hip-Hop ist meine Literatur. Dann wissen wir gleich, wo wir die Mails hinsortieren sollen. Und mit ein bisschen Glück gewinnt eine oder einer von euch dieses schöne Paket, das Buch Raw und das Hörspiel Die Zeitmaschine. Schreibt am besten eine Adresse mit in die E-Mail, dann wissen wir, wo wir das Zeug hinschicken sollen. Viel Glück und die anderen gehen natürlich jetzt sofort zum Buchhändler des Vertrauens und bestellen das Buch Raw von Henk Zerbolesch. Ja, das war's von mir soweit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß und ich gehe jetzt mal ein paar Klimaausgleichszahlungen machen. Ich meine, eine Stunde Interview und dabei durch die Gegend fahren, ist ja total bescheuert. Wobei, ich meine, die Bilder von der Schwebebahn im Hintergrund waren schon schön. Ja.